Здравейте, скъпи олимпийци! Ето ме и мен. След втората част на историята на Ронка, аз съм Мони и е време за четене на втория ни език. Както знаете, днес наред е немският език. Надявам се ме чувате, надявам се, че ме виждате добре. Надявам се, че имате настроение за слушане. И днес сме избрали още една приказка от Ханс Кристиан Андерсен und jetzt starte ich auf Deutsch. Und unser Märchen ist die Glocke. In den engen Straßen der großen Stadt hörte bald der eine, bald der andere am Abend, wenn die Sonne unterging und die Wolken zwischen den Schornsteinen golden aufleuchteten, ein wunderlichen Laut, fast wie der Ton einer Kirchenglocke, aber man hörte ihn nur für einen Augenblick. Dann wurde er wieder von dem Geräusch der rasselnden Wagen und des Straßenlärms übertönt. Nun läutet die Abendglocke, sagte man, nun geht die Sonne unter. Wenn man außerhalb der Stadt war, wo die Häuser von Gärten und kleinen Feldern umgeben waren und weiter voneinander entfernt standen, sah man den Abendhimmel noch prächtiger und hörte den Glockenklang weiter stärker. Es war, als käme der Ton von einer Kirche tief in dem stillen, duftenden Walde, und die Leute blickten hinüber und wurden ganz andächtig. Lange Zeit ging darüber hin. Der eine sagte zum anderen, obwohl eine Kirche draußen im Walde liegt, die Glocke hat doch einen wunderbar schönen Klang. Sollten wir nicht einmal hinaus und sie ein wenig näher betrachten? Und die reichen Leute fuhren und die Armen gingen, aber der Weg wurde ihnen so seltsam lang, und als sie bei einer Gruppe von Weidenbäumen anlangten, die am Saume des Waldes standen, setzten sie sich nieder, blickten zu den Zweigen empor und glaubten, nun recht im Grünen zu sein. Хубаво е, да. Да, Ронка, всеки, който ходи на нашия лагер, има по една тениска. Der Konditor aus der Stadt kam heraus und schlug sein Zelt auf und dann kam noch ein Konditor. Der hing eine Glocke über seinem Zelt auf und zwar eine Glocke, die geteert war, damit sie auch Regen vertragen könne, nur der Klöppel fehlte darin. Wenn dann die Leute wieder nach Hause gingen, sagten sie, es sei sehr romantisch gewesen. Drei Personen versicherten, dass sie bis zum Ende des Waldes vorgedrungen seien und immerwährend den seltsamen Glockenklang gehört hätten, aber es wäre ihnen so vorgekommen, als ob er aus der Stadt herüberklänge. Der eine schrieb ein richtiges Gedicht darüber und sagte darin, dass die Glocke wie einer Mutter sanfte Stimme zu ihrem Kinde klänge. Keine Melodie sei herrlicher als der Klang der Glocke. Der Kaiser des Landes wurde auch darauf aufmerksam und versprach dem, der genau ausfindig machen konnte, woher der Schall stammte, den Titel eines Weltglöckners, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es keine Glocke sei. Nun gingen gar viele in den Wald, denen das fette Amt in die Augen stach, aber nur einer von ihnen kam mit einer Art Erklärung nach Hause.
Благодаря ти, Лили. Keine Zeit tief genug vorgedrungen, er selbst ebenfalls nicht, aber er meine doch, dass der Glockenklang von einer außergewöhnlich großen Eule in einem hohlen Baume herstamme. Das sei eine jener Weisheitssäulen, die ihren Kopf unaufhörlich gegen den Baumstamm schlügen. Aber ob der Laut von ihrem Kopfe oder dem Stamme verursacht würde, könne er noch nicht mit Bestimmtheit sagen. So wurde er denn als Weltglöckner angestellt und schrieb jedes Jahr eine kleine Abhandlung um die Eule, aber viel klüger wurde man daraus auch nicht. Nun war gerade ein Einsegnungstag. Der Pfaffer hatte so schön und innig gesprochen. Die Konfirmanden waren sehr bewegt, denn es war für sie ein wichtiger Tag, an dem sie aus Kindern plötzlich zu erwachsenen Menschen werden sollten. Die Kinderseele sollte nun gleichsam in eine verständigere Person hinüberfliegen. Es war ein herrlichster Sonnenschein. Die Konfirmanden gingen aus der Stadt hinaus und vom Walde der klang wundersam stark die große unbekannte Glocke. Da überkam sie auf einmal eine solche Lust, dorthin zu gehen, dass sich alle aufmachten, bis auf drei von ihnen. Die eine musste nach Hause, um ihr Ballkleid anzuprobieren, denn es war gerade das Kleid und der Ball, die der Grund waren, weshalb sie schon dieses Mal mit eingesegnet worden war. Denn sonst hätte sie noch warten müssen. Der andere war ein armer Junge, der seinen Konfirmationsrock und die Stiefel bei dem Sohn seines Wirtes geliehen hatte und sie auf den Glockenschlag zurückliefern musste. Der Dritte sagte, dass er niemals an einem fremden Ort ohne seine Eltern ginge und dass er immer ein artiges Kind gewesen wäre und das auch bleiben wolle, selbst als Konfirmand, und darüber brauche man sich gar nicht lustig machen. Aber das taten die anderen trotzdem. Drei von ihnen gingen also nicht mit. Die anderen trabten davon. Die Sonne schien und die Vögel sangen und die Konfirmanden sangen mit und hielten sich bei den Händen. Denn noch hatten sie ja keine schweren Pflichten und waren gerade heute so recht Gottes Kinder. Aber bald wurden zwei von den Kleinsten müde und kehrten nach der Stadt um. Zwei kleine Mädchen setzten sich nieder und banden Kränze. Sie kamen auch nicht mit, und als die anderen die Weidenbäume erreichten, wo der Konditor wohnte, sagten sie: Seht, nun sind wir hier draußen. Die Glocke ist ja eigentlich nichts wirklich Beständes, sondern mehr etwas in der Fantasie Lebendes. Da erklang auf einem tief im Walde die Glocke so süß und feierlich, dass vier, fünf sich doch entschlossen, etwas tiefer in den Wald hineinzugehen. Der war so dicht belaubt, dass es ordentlich beschwerlich war, darin vorwärts zu kommen. Waldmeister und Anemonen wuchsen fast allzu üppig, blühende Winden und Brombeerkranken hingen in langen Girlangen von Baum zu Baum, in denen nachtig allen sangen
und die Sonnenstrahlen spielten. Oh, es war so herrlich, aber es war kein Weg für Mädchen, denn sie wären mit zerrissenen Kleidern zurückgekommen. Da lagen Felsblöcke mit Moos von allen Farben bewachsen, das frische Quellwasser sickerte hervor und leise und seltsam ertönte sein Kluck, Kluck. Sollte da etwas die Glocke sein, sagte einer der Konfirmanden und legte sich nieder, um zu lauschen. Das muss man gründlich untersuchen. Und so blieb er liegen und ließ die anderen weitergehen. Sie kamen zu einem Haus aus Borke und Zweigen. Ein großer, wilder Apfelbaum lehnte sich darüber, als wolle er seine ganze Segen über das Dach ausschütten, auf dem Rosenblüten. Die langen Zweige beschatteten gerade den Giebel und an diesem hing eine kleine Glocke. Sollte es diese sein, die man gehört hatte? Ja, darüber waren sich alle einig, außer einem, der sagte, dass die Glocke zu klein und fein sei, als dass man sie so weit entfernt hören könne, wie sie gehört worden war, und dass es ganz andere Töne wäre, die ein Menschenherz so zu rühren vermöchten. Der so sprach, war ein Königssohn, und deshalb sagte die anderen, so einer will doch auch immer klüger sein. Dann ließen sie ihn allein weitergehen, und als er ging, wurde seine Brust mehr und mehr von der Waldeseinsamkeit erfüllt. Aber noch immer hörte er die kleine Glocke, an der die anderen sich ergötzten, und zwischendurch, wenn der Wind die Töne von dem Konditor herübertrug, konnte er auch hören, wie dort gesungen wurde. Aber der tiefe Glockenklang tönte doch stärker, und bald war es, als spiele eine Orgel dazu. Der Laute kam von links, von der Seite, auf der Mann das Herz trägt. Nun raschelte es im Gebüsch, und auf einmal stand ein kleiner Knabe vor dem Königssohn, ein Knabe in Holzschuhen und einem Jäckchen, so kurz, dass die Handgelenke weit daraus hervorschauten. Sie kannten sich beide. Der Knabe war eben der von den Konfirmanden, der nicht mitgehen konnte, weil er nach Hause gehen und Jacke und Stiefel an des Wirtes Sohn zurückliefern musste. Das hat er getan und war nun in Holzschuhen und den ärmlichen Kleidern ganz allein fortgegangen, denn die Glocke klang so stark, so tief, er musste hinaus. Da können wir ja zusammengehen, sagte der Königssohn, aber der arme Knabe mit den Holzschuhen war ganz verlegen. Er zupfte an den kurzen Jackenärmeln und sagte, er fürchte, er könne nicht so rasch mitkommen. Außerdem meine er, dass die Glocke nach rechts hinübergesucht werden müsse, denn nach dieser Seite schiene alles so groß und herrlich zu sein. Ja, dann können wir freilich nicht zusammengehen, sagte der Königssohn und nickte dem armen Knaben zu. Der ging nun in den dürrsten Teil des Waldes hinein und wo die Dornen ihm die ärmlichen Kleider und Antlitz, Hände und Füße blutig rissen.
Der Königssohn bekam auch eine tüchtige Risse, aber die Sonne schien doch auf seinem Wege und ihm wollen wir nun folgen, denn er war ein flinker Bursch. Die Glocke will und muss ich finden, sagte er, ob ich auch bis zum Ende der Welt gehen müsste. Die hässlichen Affen saßen oben in den Bäumen und fletschten grinsend die Zähne. Wollen wir ihn verprügeln, sagte sie, wollen wir ihn verprügeln. Es ist ein Königssohn. Aber er ging unverdrossen tiefer und tiefer in den Wald hinein, wo die seltsamsten Blumen wuchsen. Es war dort weiße Sternlilien mit blutroten Stabfäden, himmelblaue Tulpen, die im Winde Funken zu spüren schienen, und Apfelbäume, deren Äpfel ganz und gar wie große leuchtende Seifenblasen aussehen. Sie mussten diese Bäume im Sonnenschein strahlen. Ringsum waren die herrlichsten grünen Wiesen, wo Hirsch und Hindin im Grase spielten, wuchsen prächtige Eichen und Buchen. Und hatte einer der Bäume in der Borke einen Riss, so wucherten darin Gräser und Garn und lange Ranken. Da waren auch große Waldstrecken mit stillen Seen, worin weiße Schwäne schwammen und mit den Flügeln schlugen. Der Königssohn stand oft stille und lauschte. Oft glaubte er, dass aus einem dieser tiefen Seen die Glocke zu ihm heraufklingte, aber dann merkte er doch, dass die Glocke nicht von daher, sondern tiefer im Walde erklang. Nun ging die Sonne unter. Die Luft leuchtete rot wie Feuer. Es wurde so still im Walde, und er sank auf seine Knie, sang sein Abendlied und sagte, nie find ich, was ich suche. Nun geht die Sonne unter, nun kommt die Nacht, die finstere Nacht. Doch einmal kann ich vielleicht die rote Sonnenscheibe noch sehen, bevor sie ganz hinter der Erde versunken ist. Ich will auf die Felsen steigen, die ich dort über die Bäume erheben. Und er griff in die Ranken und Wurzeln, klomm über die nassen Steine, an denen sich Wasserschlangen emporwanden und wo die Kröten ihn gleichsam anbellten. Aber er erreichte die Höhe noch bevor das große, herrliche Meer, das seine lange Wogen gegen die Küste wälzte, dehnte sich vor seinen Augen aus, und die Sonne stand wie ein großer leuchtender Altar weit draußen, wo Himmel und Erde zusammentreffen. Alles schmolz in glühenden Farben, der Wald sank, das Meer sank und sein Herz sank mit. Mit ganzer Natur war die eine große heilige Kirche, deren Pfeiler die Bäume und Wolken, deren Samtbehänge die Blumen und das Gras und deren große Kuppel der Himmel selbst war. Dort oben erloschen und die roten Farben während die Sonne verschand, aber Millionen Sternen leuchteten auf, Millionen Diamantenlämpchen erstattelten und der Königssohn breitete seine Arme aus gegen den Himmel, das Meer und den Wald, und im gleichen Augenblick kam von der rechten Seite mit kurzen Ärmeln und Holzschuhen der arme Knabe. Er war ebenso zeitig angekommen auf seinem Wege, und sie liefen einander entgegen und hielten sich bei den Händen in der großen Kirche der Natur und der Poesie
und über ihnen erklang die unsichtbare heilige Glocke, umschwebt vom Tanze der seligen Geister zu einem jubelnden Halleluja. Und das war alles von mir für heute. Tschüss!